Einen schönen guten Tag von meiner Seite. Wir haben mit Bestürzung und Trauer von dem Verbrechen in Orlando gehört. Und unsere Gedanken sind bei all denjenigen, die durch dieses Verbrechen Angehörige oder ihre Liebsten verloren haben. Ich finde, jetzt gilt es umso mehr, Homophobie und Schwulenhass deutlich entgegenzutreten. Dieses Verbrechen in Orlando offenbart aber noch ein weiteres Problem. Es gibt ja in den USA mit NSA und anderen Geheimdiensten eine sehr starke Überwachung, wo auch Grundrechte mit Füßen getreten werden. Und dieses Verbrechen offenbart, dass all diese NSA-Überwachung ganz offensichtlich nichts bringt, weil der Täter war mehrmals gelistet und auffällig geworden, hatte trotzdem ganz offiziell eine Waffe im Besitz, war bei einer Sicherheitsfirma tätig und finde, insofern ist dieses Verbrechen auch ein klares Ausdruck, dass Überwachung sozusagen in diesem Fall nichts hilft. Jetzt zu innenpolitischen Themen. Das erste spreche ich zu der Prognos-Studie zur Lebensarbeitszeit. Diese Studie ist ja jetzt noch nicht für alle zugänglich, aber die ersten Nachrichten sind schon rausgekommen. Es geht ganz klar darum, oder diese Prognos-Studie ist ein klarer Appell für längere Lebensarbeitszeiten. Und wir meinen, solche Vorschläge treffen arme Menschen mit einer besonderen Härte. Denn gerade Menschen, die im harten Tätigkeiten aktiv sind, die müssen häufiger eher in Rente gehen und werden dann lebenslang mit Rentenabschlägen bestraft. Und wir wissen auch, dass gerade ärmere Menschen früher sterben. Die Zahlen sind bekannt. Wenn man die Lebenserwartung der niedrigsten Einkommensgruppe und die Lebenserwartung der höchsten Einkommensgruppe nimmt, so sterben bei den Männern die Ärmeren um über 10 Jahre früher und bei Frauen liegt der frühere Tod bei 8 Jahren im Durchschnitt. Unsere Position zu längeren Lebensarbeitszeiten ist klar. Wir finden eine Gesellschaft, in der gilt, malochen bis zum Umfallen. Das kommt für uns nicht in Frage. Es gibt ein Recht auf einen würdevollen Lebensabend und dazu gehört halt auch, dass man noch etwas die Rente genießen kann. Nun hat das IW, das Institut der Wirtschaft, entsprechend sich geäußert zum Thema Lohngerechtigkeitsgesetz. Und das IW spricht sich ganz klar gegen gesetzliche Regelungen aus, die für gleiche Löhne, für gleichwertige Arbeit sorgen sollen. Das ist sehr bezeichnend. Es hieß ja in den letzten Monaten und Jahren, gerade aus konservativen Kreisen, immer, dass Frauenrechte in Gefahr seien, angeblich wegen den Geflüchteten mit muslimischen Glauben. Jetzt haben wir es schwarz auf weiß mit der Äußerung aus dem IW, Frauenrechte sozusagen in Gefahr aufgrund des Egoismus der Wirtschaft und der Wirtschaftslobby. Das sind natürlich alles Ausreden, die da das IW bringt. Man hat lange genug auf Freiwilligkeit von Seiten der Wirtschaft gesetzt. Was es jetzt braucht, sind verbindliche Regelungen, damit gleichwertige Arbeit auch gleich entlohnt wird. Zu Gabriels Konzept. Bisher sind ja hier nur Auszüge bekannt. Auffällig ist, dass eine Absage an die Vermögenssteuer erteilt wird durch Sigmar Gabriel. Und ich finde, wer die Umverteilung scheut, der konterkariert alles, was er davor über Gerechtigkeit auf dem Gerechtigkeitskongress gesagt hat. Im Klartext, wenn die SPD es ernst damit meint, Armut zu bekämpfen und etwas für Gerechtigkeit zu tun, dann muss sie auch bereit sein, wirklich Superreiche stärker zu besteuern, weil dafür braucht man einfach Geld. Ansonsten hat man ja das Gefühl, dass Gabriel sich mit diesem Vorstoß ins Spiel bringen will, als möglichen Herausforderer von Angela Merkel. Er will sich damit ins Gespräch bringen und wir meinen, wer beständig links blinkt, der muss halt irgendwann auch mal den Mut aufbringen, abzubiegen. Ansonsten hat man nur den Eindruck, es handelt sich hier um ein defektes Blinklicht. Und noch zu einem positiven Ereignis, was diese Wochenende stattgefunden hat. In Leipzig fand von Freitag bis gestern der Welcome to Stay-Gipfel statt. Das war eine Zusammenkunft von verschiedenen Initiativen im Bereich der Flüchtlingssolidarität. Wir als Linke waren Teil davon. Und es geht dabei um sehr kleine lokale Initiativen, die in der Kleiderkammer aktiv sind, aber auch von Gruppen, die auf den Fluchtrouten unterwegs sind, um Menschenleben zu retten, Menschen im Mittelmeer vorm Ertrinken zu retten. Das war eine sehr, sehr produktive Zusammenkunft. Es gibt auch eine Verständigung dafür, dass es weitergehen soll, dass das erst ein erster Auftakt war. Und ich finde, an diesem Wochenende in Leipzig war das Lager der Solidarität sichtbar. Und das, was man da sehen konnte, das macht Mut. Das stimmt mich persönlich sehr zuversichtlich. Musik